Questbuch aktualisiert. Hadiko. Ja, der Held fehlt uns halt noch. Alle anderen, also Erzmagier haben wir. Wir haben den Trickster. Wir haben einen Mentor. Uns fehlt nur noch ein Held. Bereit. Gut, gehen wir mal die Kiste hier oben angucken noch. Erst einmal. Die da unten lassen uns hoffentlich in Ruhe. Gottsteinring und ein Stab des Himmels, okay. Auf mein Zeichen. Sofort. Mir nach. Auf meinen Folgt Befehl. mir. Bringen wir es zu Ende. Verstärkt die Deckung. Okay, natürlich wird sofort ausgeführt. Greift die Verstärkt die Deckung. Meine Heilerin an. Was ihr wollt. Feindlicher Angriff. Das ist dann aber zum Glück die letzte Mumie hier. Verstärkt die Deckung. Schlagt sie zurück. Haltet durch, Männer. Schlagt sie zurück. Sie sind überall. Schlagt sie zurück! Sie sind überall! Verstärkt Hier. Die Deckung! Und los! So. Weg mit dir. Mir nach! Mir nach! Zur Ehre Aoniers. Verstärkt die Deckung. Schließt die Reihen. Haltet durch, Männer. Auf mein Zeichen. Verstärkt die Deckung. Untoter Erbauer, okay. Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Feindlicher Angriff! Oh, der Messmer hier ist sogar nur Level 47, auch gut. Haltet durch, Männer! Okay, ist der Messmer auch. Sie sind überall! Schließt die Reihen! Ja, vorwärts! Okay. Damit sollten wir eigentlich... Mir nach! ...fertig sein. Sofort! Wir haben sogar alle Banksiegel. Verfluchte Koboldmünze und all das haben wir. So, reden wir ein letztes Mal mit Hirin, ob uns nochmal was zu sagen hat. Wenn nicht, dann gehen wir erstmal einfach, weil... Nö, da lang geht's nicht. Da ist Gestrüpp und Fels im Weg. Lass mich. Die Rune befehlt. Gut, dann können wir jetzt nach Empyria zurück und dort eine ganze Menge Quests abgeben.
Gut. Dann nach Empyria in die Unterstadt. Ja, es ist mir klar, dass ich dann hier die Helden verliere, aber die brauche ich auch gerade nicht mehr. Oh, der Puppenspieler hat jetzt eine Quest. Ich habe eine Fluchmünze. Ah, werft sie hier in den Beutel, ja? Ich fasse sie besser nicht an. Ihr wisst schon warum. So, jetzt noch ein paar Steine dazu, damit es schön schwer wird. Unsere kleine Geldlieferung ist fast fertig. Jetzt müssen wir aber noch etwas von eurem Gold dazu tun, damit es ordentlich klimpert im Beutel. 50 Gold sollten reichen. In Ordnung. Hier sind 50 Gold. So, damit sollte es sich jetzt wie ein echter Sack voll Gold anfühlen. Erstaunlich. Obwohl ihr doch nur 40 Gold hineingelegt habt. Nennen wir es Bearbeitungsgebühr. Ein Mann muss doch überleben. Ich gönne es euch ja. Danke für eure Hilfe, Flink. Gern geschehen. Nehmt diesen Goldbeutel mit der verfluchten Münze und bringt ihn dem Eintreiber. Ihr müsst ihm den Beutel irgendwie andrehen. Aber das sollte nicht allzu schwer sein. Gut. Gehen wir mal zum Puppenspieler und gucken mal, was der für einen Auftrag für uns jetzt hat. Und ob vielleicht im Tempelviertel einer weiß, was mit hierin ist. Willkommen beim Puppenspiel der Blauen Rose, Fremdling. Man nennt diesen bescheidenen Bürger den Puppenspieler. Möchtet ihr eine Darbietung für eure Kleinen? Unser Puppentheater beherrscht alle bekannten Märchen aus Eo. Nein, wohl nicht. Ihr seht nicht aus wie jemand, der Kinder hat. Kann dieser bescheidene Bürger euch dann vielleicht für ein paar handgefertigte Puppen interessieren? Manche von ihnen sind sogar magisch belebt. Sie haben zwar nicht gerade die Perfektion von HDK-Puppen, sind aber doch sehr unterhaltsam. Keine Puppen für mich, Freund. Was darf es dann sein? Was sind HDK-Puppen? HDK ist ein Puppenspiel, das die mysteriösen Former selbst erfunden haben. Ein Spieler benötigt 6 Puppen, die auf einem Spielfeld gegen die eines anderen kämpfen. Das Besondere an Hadeko ist, dass seine Puppen magisch belebt und von unglaublicher Filigranität und Fertigungskunst sind. Man sagt, es seien sogar einige bis heute erhalten geblieben. Es heißt, sogar ein richtiges Hadeko-Spielbrett, an dem man eine Partie wagen könnte, würde noch in der Stadt der Seelen existieren. Aber wer mit gesundem Geist geht schon dorthin? Solltet ihr auf euren Reisen eine Hadeko-Puppe finden, wäre dieser bescheidene Bürger hoch erfreut, sie euch abkaufen zu dürfen. Es sei denn, ihr wollt selbst einmal Hadeko spielen. Ich habe gehört, dass ihr ein gefährlicher Mann seid. Ich? Seht diese schwachen, zarten Hände. Dieser bescheidene Bürger zupft die Schnüre von Puppen. Er näht, er färbt, aber könnte keine Waffe führen. Ja, aber ist eine Nadel groß genug, kann sie tödlich sein. Und so manche Farbe ist sehr giftig.
Manchmal muss ein bescheidener Bürger schlimme Dinge tun, damit er sein Recht bekommt. Und manchmal kann ein bescheidener Bürger damit auch gutes Geld verdienen. Vorausgesetzt, ein bescheidener Bürger versteht sein Handwerk und hat fähige Freunde zur Hilfe. Eine Assassinengilde. Ishtar hatte recht. Euer Puppenspiel ist eine Assassinengilde. Mäßigt euch. Wir wollen doch die Nachbarn nicht unnötig aufregen, nicht wahr? Zu diesem Hadeko-Spiel. Ja? Ich möchte euch eine Puppe verkaufen. Die Puppen sind sehr selten. Seid ihr sicher, dass ihr nicht euren eigenen Satz sammeln wollt? Vielleicht möchtet ihr irgendwann einmal eine Hadeko-Partie spielen. Also überlegt es euch gut, ob ihr sie verkaufen wollt. Ihr habt recht. Ich überlege es mir noch einmal. Kann ich eurer Assassinengilde beitreten? Ah, ein neuer Puppenspieler. Nun, fähig seht ihr ja aus. Aber bevor ihr der Blauen Rose beitreten könnt, müsst ihr eine Prüfung ablegen. Und zwar müsst ihr eines ihrer Mitglieder beschenken. Beschenken? Ihr meint töten, nicht wahr? Sagen wir, ihr schenkt ihm einen schnellen Tod und diese schöne blaue Rose. Ihr Duft soll ihn auf der Fahrt ins Totenreich erheitern. Wer ist es? Sein Name ist Seth Dundrit. Er hat seinen letzten Auftrag nicht ausgeführt und dieser bescheidene Bürger kann das leider nicht tolerieren. Seth? Das wird schwierig, er ist gut. Ich habe ihn schon einmal bei der Arbeit gesehen. Allein, dass ihr ihn bei der Arbeit gesehen habt, bezeugt seinen Mangel an Talent. Bringt ihm sein Geschenk, Freund. Wo finde ich ihn? Er ist im Bazar zu finden. Hier, nehmt die blaue Rose für ihn. Und wenn ihr Erfolg hattet, berichtet diesem bescheidenen Bürger. Ja, Seth Dundrit. Wo soll ich den gerade hinstecken? Ich glaube, das war der Typ, der für uns in Falunsheim den Anführer der Briarwolves getötet hat. So, die Palastwache, da nervt mich. Zeit zu sterben! Sind eh alle korrupt. Und wir haben eine neue Quest. Ja gut, reden wir erstmal mit dem Blinden und dann mit ihm hier oben. Ah, ihr erhält die... Ja, der erzählt uns nichts Neues. Erion. Ja, der erzählt uns auch gerade nichts. Was ist das eigentlich mit den Händen? In dieser Steinhand befinden sich 4 Vertiefungen. Okay. Und in dieser Steinhand befinden sich auch 4 Vertiefungen. Hm. Was ist es nun? Und du hast auch nichts Neues. Okay. Das heißt, als nächstes suchen wir... Usaka bringt uns nichts. Wir haben noch nicht Level 48. Wir könnten gucken, ob Shazam was Neues hat. Ob Ishtar was Neues hat.